Das Ding ist, ich denke, dass andere Bands einfach viel mehr touren müssen, weil es der einzige Weg ist, für sie überhaupt Geld zu verdienen. Und das ist bei uns einfach nicht der Fall. Und wir machen alle, oder viele von uns machen noch Sachen in der Peripherie von Musik, wie ich mit dem Label und im Podcast mit Hanno zum Beispiel. Ja, wir machen alle noch andere Sachen. Der Punkt ist halt, ich denke, dass am Ende des Tages, ne, wie ist es so schön, vote with your wallet, die Leute werden es nicht kaufen. Die werden nicht für 39 Euro eine LP. Die 38. Pressung von Nirvana kauft keiner für 39 Euro. Fuck off. Die kriegst du halt auch. Da kriegst du Zehntausende, die auf dem Gebrauchtmarkt rumschwirren, für deutlich weniger. Und ich denke, dass früher oder später auch die Major-Labels keine Chance haben, als ihre Preise wieder runterzusetzen, wenn keiner mehr was kauft. Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kario. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute nicht alleine da. Und zwar habe ich hier den lieben Simon. Wir reden über seine Band Nightmarer, denn die bringen ein neues Album raus. Und falls ihr Simon noch nicht kennen solltet, dann kann ich euch nur wärmstens die Band Wayfarm, besser bekannt als War from a Heart of Mouth, empfehlen. Plus einen sehr, sehr guten Podcast, welcher sich Gear of the Dark nennt, welchen ich natürlich, so wie es sich gehört, regelmäßig höre. Ich habe bis jetzt noch nichts gespendet tatsächlich, was ich nachholen muss. Aber ja, Simon, schön, dich Alles hier gut. zu haben. Ja, danke für die Einladung. Ja, erste Frage vorweg. Wie fühlt man sich jetzt nach, weiß ich nicht, ich glaube 3 Jahren ungefähr, sitzt ihr auf dem fertigen Album, wenn ich das richtig aus dem Podcast entnommen habe? Und ja, jetzt kommt das feine Stück raus. Ist das für dich Erleichterung irgendwo oder denkst du so, boah, jetzt geht's erst richtig los? Ja, nee, es ist auf jeden Fall Erleichterung. Ich sag mal, irgendwie hat sich während der Pandemie alles so, ja, so hingezogen, und du sitzt dann auf so 90% fertigem Material und es nagt so an dir die ganze Zeit. Aber wir haben halt die Entscheidung getroffen, erstmal nur eine EP rauszubringen. Die ist aus der gleichen Aufnahmesession, also 2021 haben wir eine EP rausgebracht namens Monolith of Corrosion. Und ja, die ist aus der gleichen Aufnahmesession wie das Album, aber komplett anders gemixt. Und ja, das war so unsere, wie soll ich sagen, unser Kompromiss, jetzt nicht jahrelang komplett Funkstille zu haben. Aber irgendwie wollten wir das ganze Album auch nicht rausbringen. Einfach, wir wollten es dann rausbringen, wenn Touren zumindest überhaupt eine Option ist. So. Und ja, dann haben wir uns Anfang letzten Jahres rangesetzt irgendwie, um noch die letzten paar Sachen fertig zu machen. Und dann hat sich alles ein bisschen länger hingezogen als erwartet. Eigentlich war der Plan, die dann so letztes Jahr im frühen Herbst rauszubringen. Aber naja, weiß der, wie es ist. Also von Was daher ist es auf jeden Fall eine Erleichterung jetzt, ja. man in deinem Hintergrund sehr, sehr gut erkennen kann und bei mir, wir sind beide Plattensammler, du hast ja auch dein eigenes Label, Vinyl ist natürlich auch bei euch ein riesiges Thema. Als euer Album fertig war und dann hast du mal beim Presswerk angefragt, so hey, wie sind denn aktuell so die Laufzeiten? War das für dich so, ja, okay, ich habe jetzt nichts anderes erwartet oder war das schon für dich so, ui, da müssen wir nochmal mit unserem Promoplan oder Tourneeplan nochmal ein bisschen schieben? Nee, das war alles keine große Überraschung mehr. Das Ding ist, dadurch, dass ich ja, wie du schon richtig sagst, mit dem Label eh mit dem Thema ständig zu tun habe, bin ich, was die Presszeiten angeht, eigentlich immer relativ am Puls der Zeit und weiß ungefähr, was wie lange wo dauert. Und der Punkt ist, dass 20, also ich sag mal, 2020 und 2021 gab es ja wirklich einen Boom nochmal, so was Vinyl und überhaupt die Kaufbereitschaft von physischen Tonträgern anging bei Leuten. Was vielleicht noch nicht ganz wie soll ich sagen, am Ohr des Fans angekommen ist, ist, dass 2022 die ganze Sache wieder ganz schön eingebrochen ist. Einfach, ich meine, gut, ihr in Europa habt den Krieg noch näher dran, aber die inflationären Kosten seit Covid und so weiter betreffen natürlich alle. Und letztes Jahr gab es noch mal gerade, also hier in den USA, Sprit und Lebensmittelpreise sind so durch die Decke gegangen, dass die Leute jetzt wahrscheinlich, also die Pandemie ist vorbei, die Leute geben ihr Geld auch wieder draußen auf der Straße aus, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Und
haben nicht mehr so viel Zeit zu Hause, um online zu shoppen und auch nicht mehr so viel Geld. Und dementsprechend ging das 2022 alles wieder zurück. Und man beobachtet als einzigen positiven Nebeneffekt, dass die Presszeiten sich wieder normalisieren langsam. Von daher war ich ja positiv überrascht, dass ja, wie schnell die Testpressungen da waren. Ich weiß, dass die europäische Pressung wahrscheinlich schon im März zu Vendetta Records ausgeliefert wird, was sehr schnell ist, denn die Testpressung habe ich gerade erst vor, lass es 2, 3 Wochen gewesen sein, approved quasi. Und bei dem US-Presswerk, was wir hier für fürs US-Release benutzen, sind es 7 Monate ungefähr. Die waren irgendwann mal bei 12 Monaten. Als wir die Nightmare EP bestellt haben, waren es 12. Und ich glaube, es hat sogar 13 gedauert oder so. Also es ist eigentlich entspannt es sich so ein bisschen, aber die traurige Realität ist, dass der Grund ist, dass die Leute jetzt wieder deutlich weniger Platten kaufen als noch 2020, 2021. Wie ist das beim Punkt Kosten? Gestern ging so, ich bin da so ein bisschen in der Vinyl-Community so ein bisschen aktiv und da bekommt man das eine oder andere mit. Zum Beispiel, dass ein Händler von seinem Großhändler eine Nachricht bekommen hat, dass ein großes Major-Label nochmal, ich weiß nicht, wie viel Prozent Aufschlag nimmt, 16, 18, irgendwie sowas. Und man hat das dann sehr, sehr gut rechnerisch dargestellt, dass eine Single-LP im Einkauf 25 Euro kostet. Sind dann 32 Euro und er müsste dann im Laden, wenn er die dann verkauft und da halt seine Marge nimmt, für 39 Euro in Zukunft für eine Single-Vinyl nehmen. Und hat dann gesagt: So, nee, ich möchte nicht mehr damit mit der Major zusammenarbeiten, beziehungsweise gewisse Titel nicht mehr Ja. anbieten. Und wir reden hier von Nirvana und Stones und was weiß ich nicht für Titel. Ich weiß nicht, wie ist das, sag ich mal, in dem Indie-Bereich beziehungsweise auf dem amerikanischen Markt diesbezüglich mit ja, Preisen für Vinyl, auch wenn du das vergleichst mit eurer europäischen Pressung. Also erstmal muss ich sagen, dass das, was du mir erzählst, ziemlich stinkt, denn wenn man sich überlegt, in welchen Margen Major Labels ihre Platten pressen, das wird ja irgendwann auch überschaubar vom Kostenfaktor her. Also die Margen sind irgendwann wirklich groß. Ich sag mal, hier in den USA zahlst du vielleicht für eine Tausender-Pressung, wenn du jetzt nicht völlig übertriebenes Vinyl machst, zahlst du vielleicht 6.000 Dollar oder so. Ja, du kannst dir also ausrechnen, dann kostet eine LP dich in der Produktion 6 Dollar. Major Labels pressen Zehntausende von Platten. Also ich denke, da ist jetzt auch immer so ein bisschen die Gier eingekehrt und also was hier zum Beispiel passiert ist vor einer Weile, ist, dass die Papierkosten stark angestiegen sind oder weltweit anscheinend und das natürlich dann auch wieder bei der Vinylproduktion die Innenhüllen betrifft, die Außenhüllen betrifft und eine Bekannte von mir arbeitet in der Papierindustrie und die hat halt auch ganz knallhart zu mir gesagt, ja, denkst du, wir ziehen die Kosten dann wieder runter, wenn die Ja. Beschaffungspreise für uns und die Leute sind jetzt bereit, es zu bezahlen, also werden wir es auch verlangen, so, ne? Und so ist diese ewige Spirale der Gier, die geht einfach weiter. Also ich halte das für ziemlich ein Bullshit, dass man Platten im EK für 25 Euro verkaufen muss. Also keine Ahnung. Der Punkt ist halt, ich denke, dass am Ende des Tages, wie ist es so schön, vote with your wallet, die Leute werden es nicht kaufen. Die werden nicht für 39 Euro eine LP. Die 38. Pressung von Nirvana kauft keiner für 39 Euro. Fuck off. Die kriegst du halt auch. Da kriegst du Zehntausende, die auf dem Gebrauchmarkt rumschwirren, für deutlich weniger. Und ich denke, dass früher oder später auch die Major Labels keine Chance haben, als ihre Preise wieder runterzusetzen, wenn keiner mehr was kauft. Und vielleicht ist es jetzt erstmal so eine Panikreaktion, weil vielleicht auch auf diesem Level die Vinylkäufe ein bisschen zurückgehen und die sich jetzt denken, okay, wir chargen jetzt einfach mehr so, aber kein Plan. Hier sind die Preise hochgegangen? Das kann man nicht, ja, kann man nicht bestreiten, aber nicht so, dass ich, wenn ich jetzt zu einem Distro gehe, dass ich 25 Dollar im EK nehmen müsste. Also sowas kann man eigentlich nur bei Kleinstpressungen rechtfertigen. Wahnsinn. Also wir haben hier bei uns in Essen sehr, sehr gutes Metal-Label, nennt sich Dying Victims Productions und die machen nur so 80er Jahre Retro-Bands, also sehr spezialisiert. Und das Konzept von dem Labelinhaber ist es, die Preise möglichst unter 20 Euro zu
ja, irgendwie so einkalkulieren, damit sich das auch Schüler oder Studenten leisten können. Und interessanterweise habe ich auch mit einem jemanden, den du auch gut kennst aus der Vergangenheit, darüber gesprochen, und zwar Marco Schaller von Caliban. Ihr habt ja, glaube ich, mal miteinander getourt und wir haben auch gemeinsam eine eigene Rubrik, die Vinylstube, auf YouTube. Und er sagte auch, als er noch bei Caliban war, die hatten auch immer das Ziel, die Platte um 20 Euro irgendwie zu halten, weil er sagte, ey, wir kommen aus dem Hardcore, so, das sind unsere Wurzeln. Klar, steckt dahinter auch ein Major-Label hinter Century Media, aber du hast dann halt gesehen, so dass so, was man bekommt, weniger wurde und die Preise dann gestiegen sind. Was jedoch ziemlich nervig war, dass stellenweise die Qualität auch abgebaut hat. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, als Labelinhaber das zu sehen oder vielleicht sogar bei der eigenen Pressung, dass du sagst, so, ey, wie kann das sein, die ist so warped, die ist nicht plan, die Vinyl oder irgendwie Rückstände, ob du da auch in den letzten Jahren irgendeine gewisse Entwicklung siehst, wo du sagst, so, boah, das ist schon hart, so viel Geld zu bezahlen und dann ist eine gewisse Qualität nicht mehr da oder hat abgenommen. Wie ist da so deine Sicht? Ja, die Qualität ist so ein bisschen, also die Qualitätskontrolle hat ein bisschen nachgelassen, würde ich sagen. Wir haben ja auch mit WFAM so ein paar alte Sachen neu gepresst irgendwie. Und in Europa presst eigentlich fast jedes Label bei GZ. Und das ist so, ja, es ist halt Massenware so, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, auch da habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen so diese Attitüde eingekehrt, ja, wir können es uns ja leisten, ihr braucht es eh. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Krux an allem. Und ja, man stellt es schon fest, also ich habe das große Glück, hier in Portland ein lokales Ja, Presswerk geil. zu haben. Und was mir schon mal Speditionskosten spart, wenn ich die Pressung dann erhalte, ich kann einfach mit dem Auto hinfahren und den Kram abholen, was cool ist. Und die sind glücklicherweise ziemlich cool und witzigerweise jemand, der mir ab und an immer mal hilft mit dem Label, der bei so größeren Verpackungssessions mithilft und einfach ein Kumpel, der hat kürzlich angefangen, Quality Control bei dem Presswerk zu Ach, machen. geil. Von daher habe ich da auf jeden Fall immer, ja, keine Ahnung, bin ich da relativ zuversichtlich, dass das gut wird so und aber ja, es ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich festgestellt habe. Du kannst, wie gesagt, wenig machen. Die Presswerke wissen alle, dass sie in der Position sind, wo sie quasi die Regeln machen können. Um den Bogen zu spannen zu eurer Band, du bist ja nach Portland vor, weiß ich nicht, einiger Zeit hingezogen. Hatte das auch unter anderem Gründe wegen halt, sage ich mal, du hast eine Option, direkt vor Ort Platten pressen zu lassen. Ich glaube, die Bandmitglieder, die sind auch Portland oder drumherum ansässig, dass das auch so Gründe waren, warum man von Florida rübergezogen ist, oder waren das einfach so Nice-to-Have-Dinge, dass man ja Sachen schneller oder einfacher, sage ich jetzt mal, bearbeiten kann. Das waren eher, also mehr oder weniger Nebeneffekte. Ich wollte hier in diese Ecke des Landes, also wollte ich ziehen, sobald ich Fuß in Amerika gesetzt habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, so, ich würde irgendwann gerne da hochziehen, so. Und in erster Linie sind wir hierher gezogen, weil, ja, also ich bin, wie man im Podcast oft hört, mit dem Klima in Florida gar nicht klargekommen, so. Und hier oben ist es halt sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Ecke des Landes und das Klima ist eher wie zu Hause in Deutschland so ein bisschen. Und dann es war schon ein zusätzlicher Anreiz, dass zum Beispiel Keith, der andere Gitarrist in meiner Band, auch hier lebt. Und unser Sänger John ist aus New York auch hergezogen. Und wir sind eigentlich gar nicht alle. Es war jetzt gar nicht so die Motivation, hierher zu ziehen, weil wir dann so, wir machen das jetzt hier so als Karrieremove eigentlich überhaupt nicht. Das ist einfach der sehr super positive Nebeneffekt. Aber ich wollte schon lange hierher ziehen, auch bevor ich Keith kannte, wollte ich hierher ziehen. Und John, unser Sänger, mochte diese Ecke des Landes und wollte einfach aus New York raus nach knapp 40 Jahren so, ne? Und Oh. also es war eigentlich wirklich einfach nur, es hat sich alles gefügt irgendwie. Und dass es hier ein Presswerk gibt, habe ich. Schon ein bisschen, ich wusste so dunkel, dass es hier eins gibt und auf jeden Fall habe ich es vor meinem Umzug habe ich auch schon angefangen mit dem Presswerk zu arbeiten. Also ich glaube, die ersten Orders habe ich hier bestellt in den letzten Tagen in Florida, so irgendwie. Und
Ja, ich kannte von dem Presswerk einfach die Qualität durch Platten, die ich auch hatte von denen. Also das sind alles einfach glückliche Umstände. Aber hergezogen sind wir tatsächlich auch in erster Linie aus egoistischen Gründen. Und dann alles andere war sehr, sehr schöner Bonus. Und also es ist auch cool, weil wir jetzt natürlich kreativ anders arbeiten können. Und es ist kreativ beflügelnd irgendwie. Und ja, man macht halt cooles Zeug mit Freunden und nicht mehr alles übers Internet, wo jeder für sich allein in seiner Kammer sitzt und Riss schreibt. So, das ist schon auch nochmal ein großer Zuwachs an Lebensqualität, so rein auf der sozialen Ebene so. Es war in Florida alles ein bisschen isolierter auf jeden Fall für mich. Bevor wir noch ein bisschen mehr über euren Sound sprechen, würde ich sehr, sehr gerne über das Artwork sprechen. Ich bin selber Mediengestalter, habe das Ding gesehen, dachte mir so, Alter, ist das geil. So diese amorphe Figur hat mich so als erstes daran erinnert. Ich sage jetzt natürlich jetzt nicht, dass das irgendwie übernommen wurde oder sonstiges. Und zwar, ich bin großer Fan von den Videos von Tool und es gibt ein Video zu Schizen zum Song. Da gibt es diese Matschfigur, da sieht für mich irgendwie, ich glaube, die kommt irgendwie aus der Nase raus und dann ergibt sich das. Sowas hat mich da sehr, sehr stark daran erinnert. Was mich halt immer interessiert, so die Geschichte hinter den Artworks, warum man genau gerade das nimmt und wieso das auch irgendwie das Album repräsentiert. Was war da so euer, ich weiß nicht, ob sich das entwickelt habt oder habt ihr das irgendwo gesehen und dann eingekauft? Das würde ich sehr, sehr gerne wissen. Ja, witzigerweise ist es das erste Mal in meinem Leben als Musiker, dass ich ein Artwork nicht beauftragt habe, sondern dass es ein Artwork ist, wo wir drüber gestolpert sind. Und zwar von der Jan von Coma Cluster Void und ja, tausend anderen Projekten. Und die macht auch so Artworks halt. Und es war echt so gepostet auf der Facebook-Page als Artwork for Sale, und dann habe ich das, und zwar 2018, Ende 2018, und ich habe das meinen Bandmitgliedern gezeigt. Wir sind alle hier explodiert und haben das sofort gekauft. Und es war wirklich das erste Mal, dass es so rum passiert ist. Normalerweise bin ich in diesen Prozess immer sehr involviert, also auch bei T-Shirt-Designs oder was auch immer. Eigentlich fast alles, was von uns gedruckt wird, steckt irgendeine Idee dahinter. Und dieses Mal war es andersrum. Und das Interessante ist, dass auch das Artwork teilweise die Kreativität dann informiert hat, sozusagen. Also es gab, da wir dieses Artwork schon so lange mit uns rumschleppen, als ich das erste Mal hierher gekommen bin nach Portland, um mit Keith den ersten Song zu schreiben, 2019 war das. Der Song heißt Primordial Grid, den haben wir 2020 rausgebracht. Da gab es dieses Artwork schon und die Lyrics von dem Song sind direkt vom Artwork inspiriert. Und witzig ist, dass der Song jetzt nicht auf der Platte mit drauf ist, aber wir haben ihn dann letztes 2021 auch auf die EP gepackt, und das Artwork der EP ist ja relativ ähnlich. Das haben wir dann beauftragt als Companion Piece für das Album Artwork. Also da war dann sozusagen unsere Incentive irgendwie dahinter so, aber tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich ein Artwork gesehen habe, was mich so umgehauen hat, dass es mich auch kreativ direkt gekickt hat, so, und ja. Also was mich direkt so an das, so als ich das Artwork gesehen habe, dachte ich mir so, ja, da kann man so ein bisschen, sag ich mal, euren Musikstil rauslesen. Da fragen mich immer die Leute, hast du irgendwie irgendwas geschnüffelt oder so? Wie siehst du das raus? Und ich vergleiche das mal so. Ich will nicht sagen, dass eure Musik so ein bisschen verkopft ist so, aber so das Gitarren-Riffing, ich sag jetzt mal, das ist jetzt kein Vier-Akkord-Punkrock, sondern meiner Meinung nach, man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss sich hinsetzen, muss sich drauf einlassen. Sind natürlich diese progressiven Elemente mit drin und wieso ich jetzt auf den Sound zu sprechen komme, ist, was mir aufgefallen ist und ich weiß, dass du im Podcast schon mal so generell so über Soundentwicklung gesprochen hast und zwar, ich mach mal die Schere auf zwischen Melodic Death Metal at the Gates und Metalcore, was da so raus entstanden ist und was sich auch gegenseitig irgendwie beeinflusst hat, wenn man sich jetzt die neue In Flames zum Beispiel irgendwie anhört. Und sag mal, den Sound, den ihr macht, sag ich mal, kommt mir so aus dem Extrem Metal. Dann sehe ich aber so Metalcore-Bewegungen wie Ginger zum Beispiel, wo mich sehr vieles so daran erinnert, aus dem Stil, was ihr macht, wo ihr eigentlich herkommt. Und das ist dann so ein bisschen. Um das mal zusammenzufassen, erinnert mich das so ein bisschen. Das ist ein bisschen Djenti, so mit Sugar. Mäßig, also zum Beispiel das Tuning, so das ist also tief gestimmte Gitarren, dann hast du sieben oder acht Saiter und dann halt die so ein bisschen vertackte so Melodien drin.
was sich da gerade so annähert. Und da würde ich gerne wissen, ob du, sag ich mal, auch so eine ähnliche Entwicklung siehst, sag ich mal. Es gibt auch, fällt mir gerade ein, Festival in Köln einmal im Jahr. Das nennt sich auch irgendwas mit Progressive Metalcore-Gedöns, dass du so eine ähnliche Entwicklung siehst in der Musik, dass sich so vieles wieder, sag ich mal, so vermischt und anbahnt wie früher so mit Crossover und New Metal. Schwer zu sagen. Also ich muss erstmal gestehen, ich habe weder das neue In Flames Album gehört, noch kenne ich Ginger über die YouTube-Videos hinaus, die Sau durchs Dorf getrieben worden sind. Von daher kann ich nur sehr bedingt darauf mich beziehen. Ich kann auf jeden Fall ganz klar sagen, dass dieses Tuning, und das haben wir auf den letzten beiden WFAM-Platten schon gespielt, das Tuning war definitiv von Meshuggah beeinflusst, also exakt das gleiche Gitarrentuning. Ich bin nur zu faul, mittlerweile Achtseiter zu spielen. Das macht nicht so viel Spaß und deswegen spielen wir das gleiche Tuning halt auf Bariton Siebenseitern. Aber Meshuggah waren damals vor vielen Jahren der Grund, warum ich dieses Tuning ausprobieren wollte. Während die musikalischen Einflüsse sonst eigentlich eher so aus dieser extremen Death Metal-Richtung irgendwie kommen. Also Gorguts, ganz großer Einfluss für mich. Aber was könnte man noch? Cryptopsy, eine Immolation, also alles, was so ein bisschen so weirder Death Metal-Kram war, hat auf jeden Fall viel Einfluss. Und es gibt natürlich auch im Black Metal-Bereich extrem viel dissonantes Zeug, keine Ahnung, wenn mir das Blut aus Nord oder sowas ein. Also das sind so die musikalischen Einflüsse, während das Tuning von vor ein paar Jahren noch von Meshuggah beeinflusst ist. Und natürlich unverweigerlich entsteht allein da deswegen schon so ein Genre-Mix, ne? Weil du sonst in diesem Extrem-Metal-Bereich eigentlich selten so tiefe Tunings hörst oder zumindest so tiefe Tunings und wo vielleicht noch immer so ein bisschen der Meshuggah-Einfluss von früher mit so eine leichte Rolle spielt. Alles in allem, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Metal-Sounds, weil selbst was du jetzt so ein bisschen ansprichst, ne, In Flames, vielleicht hört man dann so ein bisschen diese Annäherung zwischen schwedischem melodischem Death Metal und vielleicht was so ein bisschen bei Metalcore passiert ist. Was mich immer so ein bisschen anstrengt, ist, selbst wenn es diese Stilmixe gibt, sind die meistens trotzdem rückwärts gewandt. Ja, du hast immer sehr eindeutig, ja, okay, cool, wir machen jetzt diese zwei Musikstile. Einer ist 20 Jahre alt, der andere ist 10 Jahre alt und wir kombinieren die jetzt zu was Neuem, obwohl es nicht wirklich, ne, also zwei alte Sachen zu vermischen, da kommt nicht immer was Neues bei raus, zwangsläufig. Und das ist irgendwie so eine. Ich weiß nicht, so eine Metal-Krankheit und ich sehe diese Style-Mixe, aber was ich leider nicht so richtig oft sehe, ist Innovation irgendwie oder alleine der Versuch, irgendwas nach vorne zu pushen. Ich höre sehr viel bei vielen Bands raus, also ganz eindeutig raus, wovon sie Fans sind und dann habe ich das Gefühl, dass sie so große Fans sind, dass sie diese Musik auch spielen wollen, weniger als zu sagen, so, ich will irgendwie meinen eigenen Sound, ich will mich hier wirklich kreativ als Mensch, keine Ahnung, ja, ausleben, sondern ich habe immer das Gefühl, dass das wie so eine Begeisterung für etwas ist, was es einfach schon gibt. Und es ist ja auch alles okay. Musik soll ja auch einfach Spaß machen. Aber am Ende des Tages, ich finde, es führt zu wenig Innovation leider. So viel kann ich sagen. Unterstreiche ich tatsächlich so auch. Als erstes nochmal, wo du gerade sagtest, als persönlicher Einfluss Blut aus Nord, das stimmt tatsächlich, aber ich weiß nicht, die neueren Sachen würde ich jetzt mal so sagen, dass sie dir wahrscheinlich eher nicht so liegen, wenn du die Musik machst wie auf dem aktuellen Nightmare-Album, weil die sind doch, ich habe die letzten beiden hier, kann ich schlecht zusammenfassen. Auf jeden Fall, wenn man die älteren Sachen hört, hört man halt raus, es ist nicht der neuere Sound, um das mal so zusammenzufassen. Und zu dem, was du sagtest, tatsächlich haben auch Ginger ein Lied darüber gemacht, über diesen Ist-Zustand, nennt sich Copycats, also Leute, die halt Leute irgendwie schlecht kopieren. Und es gibt Musikgenren, wo ich das so schreibe, auch aus Sicht von Metal-Magazinen, wo du jetzt. Ich möchte jetzt nicht ein Genre bashen, daher klammere ich das auch aus, wieder eine digitale Klar. Promo bekommst und du kriegst gesagt, die Band hört sich an wie. Und ich denke mir so, okay, ich weiß nicht, was mich vom Sound erwartet. Da hat jemand, ohne das jetzt schlecht machen zu wollen, hat einen Camper genommen, hat ein Profil draufgeklatscht, das hat dann ein F-Sharp-Tuning, 8-Seiter-Gitarren oder 7-Seiter, dann wahrscheinlich noch eine dünne Bassseite draufgespannt und dann gib ihn.
was dann plötzlich vermehrt auftritt in diesem Genre, was man machen will. Und dann hört sich vieles vom Sound gleich an. Ich weiß dann nicht, was höre ich jetzt da eigentlich? Und was sich bei mir die Frage dann, oder besser gesagt, die Frage stellt sich dann bei mir, warum soll ich jetzt das Neue hören, wenn ich das auch das Alte oder das Original hören kann? So diese Unterscheidungskraft, die gibt sich mir nicht dann. Ja, kann ich nachvollziehen. Also in den letzten 4, 5 Jahren ist ja zum Beispiel so Oldschool Death Metal wieder ein Riesending. Und ich brauche halt keine 50 Bands, die wie die erste Incantation-Demo klingen. Sorry, es ist so. Wenn sie Spaß daran haben, ja, das ist das Einzige, worauf ich mich dann im Endeffekt irgendwie einigen kann, ist zu sagen, okay, anscheinend haben die Spaß an der Mucke, finde ich als Hörer aber kreativ betrachtet. Oder als Hörer, der dann schon gern auch immer mal gefordert wird, irgendwie sau uninteressant. Ne? Und ja, und da bin ich dann manchmal auch, ich meine, es ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen so eine Boomer-Mentalität, wenn man auf die 40 zugeht oder so, aber ich bin dann auch oft so, dass ich mir denke, so ja, okay, das kenne ich schon aus meinen ersten Berührungspunkten mit Metal, so, ja. Warum sollte ich jetzt die 50 neuen Versionen davon hören, die sich sowieso auf das berufen, was ich schon vor 15, 20 Jahren gehört habe, was auch immer noch geil ist irgendwie? Ja, es ist, ich hab das im Podcast mehrfach schon erzählt. Ich habe früher das Decibel Magazine abonniert gehabt und irgendwann kam 2016 oder so, ja, kam so eine, die Top 40 des Top 40 Alben des Jahres waren in dem Magazin abgedruckt. Und alles, was so in den Top 10, 20 Bands waren, wurde mit Genres beschrieben wie Oldschool Death Metal, Neo-Thrash, Naja. Black Sabbath Worship. Ja, und alles war so First Wave Black Metal, Second Wave Black Metal. Und ich denke mir so, Alter, Ja. welches Jahr ist es, ja? Also ich meine, ist es 1990? Müssen wir die gleiche Scheiße? Und dann habe ich quasi in Rage das Decibel Magazine ababonniert, weil mir das so auf den Keks gegangen ist, dass die diese Rückwärtsgewandtheit so belohnen, ja, irgendwie so konsequent. Und ich verstehe, dass die, und gerade im Metal ist ja Tradition auch immer irgendwie so ein Thema. Ich glaube aber auch, dass man mit Tradition arbeiten kann, ohne dass der gesamte Sound ein Revival von irgendwas ist. Und das ist aber so eine Sache, die ist eine ganz, so im Metal eine schlimme Krankheit, finde ich. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall nicht einfach, finde ich, irgendwie neue, wirklich spannende Sachen zu finden. Und Bands, die einen irgendwie fordern und die einen nochmal so begeistern. So, ja, weil du weißt es ja selber, wenn man 17 ist und man entdeckt eine Band, die einen Sound spielt, den man im Leben noch nie gehört hat und der einen komplett umhaut, so, ja, und einfach denkst du, so, Alter, sowas habe ich noch gar nicht gehört, so, ne, so, das passiert halt weniger und weniger, und wenn es mal passiert, wenn ich jetzt mal eine Band finde, bei der ich diese Feelings noch kriege, so, dann haut mich das schon komplett um, so, dann fühle ich mich nochmal wie so ein Teenager, aber in der Regel ist man da leider nicht mehr so verwöhnt, was das angeht. Ja, wir haben ja gerade so ein bisschen über Bands gesprochen und Sounds. Und was mir gerade bei dem Thema Produktion hier und da auffällt, ist gerade so dieses Überthema. Das eine ist, was im Studio passiert, das andere ist, was live auf der Bühne passiert. Und tatsächlich bin ich stellenweise dann überrascht und zuck dann auch zusammen, denke so, oh, das hört sich irgendwie auf Platte anders und auch geiler an. Gerade Stichpunkt Gesang, wie viel man heute da tatsächlich nachbearbeiten kann in der, ja, in der, wie nennt sich das? Pre-Production. Ja, genau, eigentlich Pre-Production. Und auch mit Effekten etc. pp. Und wie Ja. kriege ich jetzt das Thema live übergeschwungen zu euch? Ich wollte eigentlich eine coole Brücke bauen. Gelingt mir nicht, ist mir auch egal. Und zwar um das Thema Live-Geschäft sprechen zu kommen. Ihr habt 2019 eine fette Tour gespielt, mit unter anderem Spielt Dark unter anderem Funeral. Dark Funeral. Oh, jetzt höre ich mich wieder Oh, jetzt doppelt. habe ich mich wieder doppelt. Ja, sorry. Das ist der Speaker. Ich würde sagen, stell die Frage einfach nochmal von vorne. Wenn, Ja, oder sprich ein danke. bisschen, bis wir es wieder im Griff haben. Sorry, Test Technik. 1, 2, 1, 2, Tour, Dark Tour, Funeral Dark Funeral. 2019, 1, 2, Test Guten Tag, hallo, 20. Test 1, 2. Ja, Wird es nicht. besser oder immer noch? Nee, so super, so. Okay, Ja, wunderbar. okay, stell die Dann Frage würde mal ich rein. sagen, Ja. genau. Ich möchte so ein bisschen auf das Thema Live-Geschäft zu sprechen kommen, weil das eine ist ja, was auf Platte passiert, das andere ist dann, wie live
wie was umgesetzt wird. Ihr habt unter anderem 2019 eine fette Amerika-Show, Tournee, nicht Show, gespielt mit Dark Funeral. Und ich glaube, insgesamt waren es sechs Bands, habe ich auf dem Flyer gesehen. Gerade, sage ich mal, als Opener oder Supporter, wenn ihr da auf Tour seid, ihr habt ja auf Platte einen gewissen Sound. Wie unterscheidet sich, wenn es sich überhaupt unterscheidet von, wir gehen jetzt auf Tour als Support, da müssen wir irgendwo Abstriche machen im Sound oder auch, wir sind Headliner und können uns da ein bisschen mehr entfalten. Gibt es sowas bei euch? Und wenn ja, wie macht ihr was? Und kommt es auch von Song zu Song drauf an oder von, sag ich mal, Überthema zu Überthema, weil jede Platte hat ja, sag ich mal, eine musikalische Ausrichtung. Ja. Ja, also ich kann bei der Tour sagen, dass wir natürlich uns am Anfang erstmal Sorgen gemacht haben, wie wir das soundmäßig umsetzen, A, weil wir vorher noch nicht mal eine einzelne Show gespielt haben. Also wir sind so von null auf die Tour gegangen und wir hatten damals weder einen festen zweiten Gitarristen, noch konnte unser Drummer Paul die Tour wahrnehmen. Das heißt, wir sind halt echt so richtig hart ins kalte Wasser gesprungen, und es hat alles glücklicherweise funktioniert. Also Drummer war so ein junger Typ namens Mike aus New Jersey, der war schon auf der Tour mit einer anderen Band und wir haben den einfach angehauen, ob er bereit wäre, auch für uns zu zocken auf der Tour und war er dann. Wir haben mit ihm 3, 4 Mal in New York geprobt, sind nur zu dritt und sind dann rübergeflogen nach Los Angeles, wo da die Tour in Kalifornien losging. Und der Gitarrist, mit dem wir getourt sind, ist ein Kumpel von mir aus Kanada, mit dem wir gar nicht wirklich proben konnten. Also mit dem habe ich die Songs unverstärkt auf dem Wohnzimmerfußboden im Haus meiner Mutter in Los Angeles halt so durchgespielt. Also ich sag mal so, dieses ganze Konstrukt war von vornherein schon erstmal ziemlich abenteuerlich. Und dann auf der ersten Show haben wir einfach den Soundmann der Band nach uns gefragt, ob er Bock hat, sich auf der Tour Kohle dazu zu verdienen und für uns auch Sound zu machen. So, um die ganze Sache jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Wir sind ohne Bassisten getourt. Das heißt, wir mussten den Bass vom Band laufen lassen, was dann heißt, dass unser Drummer halt auf dem Click-Track spielen musste. Und da wir auch relativ viele so Soundscapes auf der Platte haben, die waren alle, es lief alles irgendwie mit dem Bass so mit. Und ja, war eigentlich relativ unproblematisch, muss ich sagen. Und glücklicherweise hat der Rest der Band funktioniert und auf dem Level performt, dass es sich tatsächlich, es ist witzig, weil du so diese Frage ja auch so ein bisschen quasi so geframed hast, wie das dann im Vergleich zur Platte ist so. Und ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, als würde ich die CD spielen. Das war, wir haben bei WFAM früher nie auf Click gespielt. Bei uns war mal so ein bisschen mehr Plug and Play und Punkrock angesagt. Bei Nightmare aufgrund der Soundscapes musste der Drummer auf Click spielen und der war so eingeloggt irgendwie, dass ich tatsächlich sagen kann, dass es kein Riesen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es ein Riesending war, das, was wir auf CD oder auf der Studioproduktion sozusagen rüberbringen, dass wir das auch reproduzieren konnten. Gut, ich habe live den gleichen Gitarrensound gespielt, den ich auf dem Album benutzt habe. Ja, es fühlte sich alles eigentlich wirklich extrem gut an, muss ich sagen. Ja, war eine coole Erfahrung, witzigerweise. Also aus dieser riesen Herausforderung ist irgendwie wahrscheinlich die tighteste Tour, die ich hier gespielt habe, geworden irgendwie. Und es war also dementsprechend ziemlich, ziemlich cool. Wahnsinn. Also wenn man, sage ich mal, so das so hört am Anfang mit, ich glaube, ihr wart Opener tatsächlich, ne? Oder zweite Band oder Opener, Opener, ja. seid dann von A nach B geflogen, musstet erstmal den Drummer eingrooven. Ich meine, das kostet ja auch nicht nur Zeit, sondern Geld und Energie. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, und das geht mich auch nichts an als Opener, ich weiß nicht, da tut man umsonst Spritgeld oder Buy-in, was weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ich sag mal so, macht man da plus minus null, wenn überhaupt in der damaligen Zeit 2019. Also das ist ja auch schon echt mit Aufopferung verbunden und das machen halt viele nicht mit. Ne? Ich meine, dein Kollege Hanno erzählt ja auch häufig, dass so deren Ami-Tour-Erfahrung, das war so ein Prüfstein, weil du musstest Geld mitbringen, um dort zu touren, aufgrund von, ja, alles Mögliche halt. Das fängt bei der Infrastruktur an, Equipment, Line,
Essen, Trinken, Backstage, also mein lieber Mann. So, und meine persönliche Ja. Vermutung auch ist, dass ihr unter anderem nicht auf Tour gekommen seid, letztes Jahr im Herbst mit Walbrock und Manta. Ja, dass die Tour halt einfach so gecuttet war, dass ihr gesagt habt, das rentiert sich auch halt nicht finanziell, irgendwie die Kosten da halbwegs zu tragen, plus minus null zu machen oder dass jeder da mit ein bisschen Plus nach Hause kommt, was natürlich blöd ist, sage ich mal, für Bands, die so auf eurem Niveau, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, spielen, weil es ist nun mal geile Mucke, da ist ein Verlangen da, aber es geht halt nicht, weil die Preise drumherum explodieren. Und ja, sag ich mal, gibt es da für euch irgendwie so einen Plan B? Also ich weiß zum Beispiel, dass einige Bands sagen, ja, okay, wir bauen uns jetzt hier so ein, ich sag jetzt mal, ein Amerika-Team auf und dann ein Team in Europa. Also sprich, wir arbeiten mit Gastmusikern, das irgendwie live tragen zu können, weil auch, ja, sag ich mal, das Thema Hired Gun und Angestellte in der Band, da gibt es ja auch Verträge und wenn man halt, was weiß ich nicht, es ist ja auch ein Unternehmen und wenn ein Unternehmen Minus macht, dann haften halt alle, wollen dann auch welche nicht und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Konstellationen, aber ja, wie ist das bei euch, sag ich mal, beim Thema live in Zukunft, wo jetzt gerade alles explodiert, habt ihr da irgendwie so einen, schon einen Plan? Ja, geladenes Thema. Also ich kann gerne relativ transparent sagen, wie das auf der US-Tour damals abgelaufen ist. Wir hatten eine erstaunlich okaye Gage für einen Opener. Eine Gage, die zumindest irgendwie dafür gesorgt hat, dass wir Sprit und Van auf jeden Fall covern konnten. Und der einzige Grund, warum wir am Ende minimal Minus gemacht haben auf der Tour, ist, weil wir uns den Soundmann geleistet haben. Hätten wir das nicht gemacht, wäre es wahrscheinlich mehr oder weniger plus minus null gewesen. Man darf jetzt natürlich nicht so sehr darauf gucken, was für Geld man persönlich dann ausgibt auf Tour. Also in den USA sind die Tourbedingungen deutlich spartanischer als in Europa. Das heißt, wenn du kriegst am Tag, ich sag mal, ein Zehner Buyout, um dir Essen zu kaufen. Davon kriegst du natürlich nichts, ja, wenn du nicht nur Schrott essen willst. Aber deswegen, wir haben unsere Buyouts, glaube ich, immer in so eine Kaffeekasse geschmissen, beziehungsweise auch viel unseren beiden angeheuerten Musikern überlassen. Und John und ich haben so ein bisschen für uns selbst gesorgt. Ja, die Europa-Tour ist deswegen für uns flach gefallen, weil zu viele Shows abgesagt worden sind. Und es war sowieso schon für eine Band, wo drei Leute aus den USA einfliegen müssen, war das ganze Modell, dieses verlängerte Wochenendsmodell sowieso schon abenteuerlich. Und ich hätte uns oder ich habe uns für Berlin tatsächlich für diesen Zeitraum von 7 Wochen, also den wir da gewesen wären, habe ich uns in Berlin unterbekommen, kostenlos. Ja, was schon auch nicht selbstverständlich ist, aber dieses ganze Tourmodell ist natürlich implodiert, als dann haufenweise Shows weggefallen sind. Also ich glaube, langfristig gesehen ist es so, wir sind natürlich erstmal in der glücklichen Position, unsere Platte in erster Linie selbst rauszubringen, beziehungsweise auch in Europa mit einem Label zu arbeiten, Vendetta Records, was faire Konditionen hat. Das heißt, wir als Band müssen nicht touren, um überhaupt irgendwie Geld zu machen. Ja, wir sind auch nicht darauf angewiesen, mit der Band unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und von daher können wir da relativ entspannt mit umgehen und einfach sagen, so, okay, auf Tour gehen wir nur dann, wenn es irgendwie Sinn ergibt oder wenn wir wirklich total Bock drauf haben, weil die anderen Bands irgendwie, weil, keine Ahnung, wenn jetzt Gorgatz fragen würden und die würden wir natürlich mit auf Tour fahren, so auch wenn die finanzielle Lage so ein bisschen so lala wäre. Aber wir haben halt jetzt immer den Vorteil, dass alles, was wir zum Beispiel am Merchstand verkaufen, auch uns gehört. Das ist so, ich muss nicht zu meinem Label mehr gehen und sagen, hey, kann ich zum EK bitte 100 Platten für die Tour haben und dann kommt eine 1000, über 1000 Dollar Rechnung vom Label, Ja. sondern der Kram kostet uns jetzt nur den Produktionspreis. Uns gehört alles, was wir verkaufen. Die Gewinnmargen am Merchstand sind dementsprechend auch deutlich höher. Das heißt, im Grunde genommen, sollte Touren in der Zukunft für uns wahrscheinlich profitabler sein als für viele andere Bands. Also zumindest profitabler im Sinne von dem, was vom Merch hängen bleibt. Und wir wissen alle, dass das nun mal mit der wichtigste Faktor ist. Aber alles, was wir am Merchstand verkaufen,
haben wir, oder fast alles, aber ja, haben wir in erster Linie selbst produziert, selbst finanziert und da kriegt keiner mehr seinen Cut von so. Und ja, deswegen sind wir da okay aufgestellt. Nichtsdestotrotz braucht man aber eine gewisse Grundversorgung auch auf Tour, damit es überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Und ja, wir sind da offen. Das Ding ist, ich denke, dass andere Bands einfach viel mehr touren müssen, weil es der einzige Weg ist für sie, überhaupt Geld zu verdienen. Und das ist bei uns einfach nicht der Fall. Und wir machen alle, oder viele von uns machen noch Sachen in der Peripherie von Musik, wie ich mit dem Label und den Podcast mit Hanno zum Beispiel. Ja, wir machen alle noch andere Sachen in der Peripherie von Musik, die uns Spaß machen. Und die uns erfüllen und wo auch vielleicht mal eher Geld hängen bleibt und nicht so, was nicht so viel Geld kostet. Und von daher sind wir irgendwie in der glücklichen Lage, uns dann nicht total abstressen zu müssen. So. Also ich bin froh, dass wir nicht mehr so mit WFAM, früher war es halt echt so, jedes Tourangebot, wo man sich dazu ja entschließen musste, vielleicht auch mal Nein zu sagen, hat irgendwie wehgetan. Und jetzt ist es eher irgendwie so, ja, wenn es keinen Sinn ergibt, bleiben wir halt zu Hause und schreiben mehr Songs und machen unseren ganzen anderen Scheiß, der uns auch Spaß macht. Von daher, ja, ich glaube, wir sind da so ein bisschen in einer Sonderposition, was das angeht. Und ich fühle mich in der auch wohl, denn ich kann so viel sagen, als Nightmare noch auf bei einem renommierten Metal-Label gesigned waren und auf Tour gegangen sind, war die Band chronisch pleite. Und dem ist jetzt nicht mehr so, seit wir das selbst machen. Wir sind auf jeden Fall dazu in der Lage, die Band mehr als zu finanzieren irgendwie und haben auch immer bei uns alles gehört. Einfach, ja, einfach auch so ein bisschen Geld auf der Kante, wenn mal eine Tour kommt, die vielleicht auch eine Investition ist, so dann haben wir das Geld einfach und dann ist es nicht so ein, ja, keine Ahnung, dann ist kein Weltuntergang für uns sozusagen, wenn mal was kostet. Aber ja, am Ende des Tages ist es für uns einfach so, dass wir vielleicht ein bisschen wählerischer sein können, und nur Sachen machen müssen, auf die wir dann auch Bock haben oder die Sinn ergeben. Du siehst gerade unsere Zeit. Wir sind schon, weiß nicht, dreiviertel Stunde, 50 Minuten am Snacken. Ich würde sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Müssen wir Ja. definitiv nochmal an irgendeiner anderen Stelle, wenn ihr vielleicht mal in Zukunft live nach Deutschland irgendwie kommt, nochmal definitiv nachholen. Ich finde auch, was du zu Schluss gesagt hast oder der letzte Block, dass man das definitiv als Aufhänger nehmen kann, um für die Leute da draußen zu sagen, es ist wichtig, Bands zu supporten, die ihr mögt, die ihr hört, wie zum Beispiel durch Merchandise, natürlich Shows besuchen, aber auch natürlich deren Plattenbesuch zu kaufen. Und daher nochmal von mir hier der gute Hinweis: Kauft die neue Platte von Nightmarer. Deformity Adrift, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kommt am Jo. 5. Mai raus. Alles weitere habe ich euch unten verlinkt in der Beschreibung. Ihr habt es gehört, was alles bei der Band durch den Kauf ja, dort ankommt. Mehr muss man, glaube ich, nicht dazu sagen, außer wie gesagt, supportet gute Musik, auch natürlich in sozialen Medien, ist ein Kommentar, Daumen nach oben und ein Follow sehr, sehr gerne willkommen. Simon, an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Interview, für die breite ja, Fläche an Insights, die du uns gegeben hast. Ich drücke dir den Gerne, Daumen danke mit für die der Platte. Einladung. Kein Thema. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst mal. Bei Mach's Zeiten, gut. ja, mach's Ja. gut. So, ist klar. Ciao, Ciao. ciao. Mosh pit passion, you know, for the passion of music.